passieren. Sieht gut aus. Danke, Professor Schelling. Sie ist gerettet. Willst du auch irgendwann mal Kinder haben oder eher nicht? Ich glaube, heute Abend eher nicht. Du bist bestimmt ein toller Papa. Ich will nicht mehr auf die Straße. Du tickst ja nicht mehr ganz richtig. Verräterin. Es wird viel passieren. Eine Verräterin? Sag das nochmal. Wenn du bei dem blöden Sack bleiben willst, bitte. Ohne mich. Beruhigt euch erstmal. Lass sie das erstmal. Du willst wieder am Parkplatz Essen klauen vor dem Bullenturm? Immer noch besser als einer Happy Family zu machen. Kann es sein, dass du ein Problem damit hast, dass ich mal irgendwie meine eigene Meinung habe? Schwachsinn. So läuft's doch. Getan und was du sagst, was ich mir interessiert, ich einen Scheißdreck. Ach so, jetzt bin ich an deinem Schuld, ja? Warum sind wir in diesem Scheißnetz gelandet? Weil wir unseren Bruder... Weil du uns verrecken deinen Bruder finden wolltest. Darum, dass ich einen Scheiß interessiert und als großer Retter aufspielt. Wer hat denn gesagt, dass er die Prügel zu Hause satt hat? Du! Nein, du! Wer hat sich denn nachts bei mir ausgeholt? Ich bestimmt nicht! Wer denn sonst? Hey! Hört auf! Hört auf! Ihr werdet nicht geprügelt! Lea! Lea! Verräterin! Lea! Beruhig dich! You better sleep now. Hm? Schlaf ist die beste Medizin. Donny. Hey. Hi. Schön, dass du noch wach bist. Ich habe mich so beeilt. Kannst du schon sagen, wann sie entlassen wird? Bald. Sie macht sehr gute Fortschritte. Nick just said you'll be home soon. When? In a few days. Don't worry. Ich muss aber erst noch die Laborwerte abwarten. Vorher kann ich nichts Genaues sagen. Okay. Schlaf schön, ja? Good night. See you tomorrow. Natürlich kommt in ein Cranberry Sun Ananassaft. Du hast gar keine Ahnung. Mehr als du. Von wegen. Ich würde sagen, das besprechen wir später. Hm? Bis später, weil du da mehr Ahnung hast, ja. Hey, wo ist denn meine Nichte? Ach, die schläft bei einer Freundin heute. Und was machst du hier? Ab auf die Piste? Keine Lust. Bist du krank? Soll ich vielleicht einen Arzt rufen? Sehr lustig. Von wegen krank. Dein Bruder hat Besuch. Oh, dann verziehen wir uns besser. Nein, die ist schon weg. Ich hätte sie gar nicht erst anrufen sollen. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Flasche Wein auf. Wir haben nämlich was zu feiern. Wir ziehen zusammen. Eigentlich wollten wir das in Ruhe mit dir besprechen, aber... Gratuliere. Ihr traut euch ja was. Kennst mich doch. Entweder oder. Dazwischen gibt's nichts. Trinkt euren Wein mal lieber alleine. Und du? Ach, ich zieh noch ein bisschen los. Vielleicht ergibt sich ja was. Ja, dann viel Glück. Weiß ja, wie es geht. Aber hallo. Hallo. Ah. Fencheltee wirkt beruhigend. Oh, stinkt widerlich. Geschmackssache. Lea, ich freue mich sehr, dass du hier bleibst. Und deine Schwester, die biegen wir uns noch hin. Voll bescheuert. Hier hat sie alles, was sie braucht, aber nee, sie macht lieber wieder Platte. Voll Gaga. Total Gaga, der Typ. Wann checkt er endlich, dass ich mir von dem nichts sagen lasse? Der Typ ist dein Bruder. Toller Bruder. Als wir in der Scheiße saßen, hat er sich einen Dreck gekümmert. Als Charlie abgehauen ist, konnte er doch nicht wissen, dass er noch zwei Schwestern kriegt. Und wir saßen da mit unserer durchgeknallten Mutter und ihrem Freund. Und ständig eine reingehauen hat. Während unser Bruder eine riesige Sause gemacht hat. Ich glaube, du weißt gar nicht, was Charlie alles durchgemacht hat.
Ihr seid euch da ganz ähnlich. Willst du nicht erstmal eine Woche hier Probe wohnen? Dann kannst du immer noch auf Weltreise gehen. Ihr zwei könnt euch hier ein tolles neues Leben machen. Das müssen wir deiner Schwester nur irgendwie erklären. Unserer Schwester. Ja, unserer Schwester. Fragt sich nur wie. Das Problem bin leider ich. Komisch, weil ich so ein netter Typ bin. So ruhig und easy! Spinnst du? Keine Sekunde länger bleib ich in dem Saftladen. Du willst also wieder auf die Straße? Hast du was dagegen? Essen, schnorren, frieren, betteln. Als hättest du eine Peilung davon, was da draußen abgeht. Ich weiß zumindest, dass du hier ein Bett hast, was zu essen und deine Schwester. Spar dir deine Sülze, ja? Ruth, es regnet draußen. Wo willst du hin? Schlaf dich erstmal aus und dann reden wir über alles. Bist du taub oder was? Ich habe Nein gesagt. Nach den Sternen greifen ist unmöglich. Doch mit dir an meiner Seite ist das Abstreiten gar nicht nötig. Seitdem wir zusammen sind, geht alles leicht. Zu denken, dass man etwas nicht kann, ist etwa drei. Und ich geh mit dir in den Sonnenuntergang. Endlos weit und schöner hinein. Ich geh mit dir in den Sonnenuntergang. Wir bleiben für immer zusammen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sind die für mich? Nein, ich wollte Suri damit eine Freude machen. Ach, apropos Suri, es gibt Neuigkeiten. Das letzte EKG zeigt deutlich verbesserte Werte. Das Blutgerinnsel im Vorhof hat sich aufgelöst und sie hat fast kein Wasser mehr in der Lunge. Das klingt ja großartig. Finde ich auch. So großartig, dass wir sie heute Morgen entlassen haben. Du kannst mir doch nicht so einen Schrecken einjagen. Ja, es tut mir leid, es musste sein. Jetzt mal im Ernst, sie wird wieder ein völlig normales Leben führen können? Davon gehe ich aus. Genauso wie wir. Ja, und endlich müssen wir uns nicht mehr jeden Tag über den Weg laufen. Was unserem Blutdruck guttun wird. Ja, keine emotionale Achterbahnfahrt mehr. Keine schlaflosen Nächte. Wo ist sie? Keine Ahnung, beim Frühstück war sie noch hier. Muss ja irgendwo sein. Du bist der beste Papa der Welt in aller umliegenden Ortschaften. Oh, und wer küsst mich? Oh, so oft, wie ich dich heute schon geküsst habe. Weißt du? Morgen geht's, weil früh aufstehe. Morgen. Morgen. Und, hast du klar gemacht gestern? Papa hat den ganzen Morgen schon gedacht. Aber hat er heute so ein tolles Frühstück gemacht. Du fliegst heute nach Spanien. Glaubst du, es ist mein Freundentag? Spanier sind eben Familienmenschen. Ich glaube, Papa braucht eher eine Mama, die ihn ein bisschen betüttelt. Stimmt's? Wie Mamas sehen die Frauen aber nicht gerade aus, die er mit nach Hause bringt. Sind eben nicht die richtigen. Da könntest du recht haben. Ihr redet über mich, als wäre ich 10. So benimmst du dich auch. Lass sie reden, Bruderherz. Du findest auch noch die richtige.